Hallo und herzlich willkommen bei Android TV. Heute unter anderem mit diesen Themen: iPhone 4S mit Startschwierigkeiten. Samsung und Google präsentieren das Galaxy Nexus. Und unser Schnäppchentipp der Woche. Ich bin Matt Jackson und ihr seht Android Weekly Folge Nummer 42. Android Weekly wird gesponsert von iPhone. Denn wenn es kein iPhone ist, dann ist es ein iPhone. HTC führt Sicherheitsupdate fort. Letzte Woche berichteten wir darüber, dass HTC damit begonnen hat, die Sicherheitslücke per Update zu schließen. Am Montag diese Woche folgte nach dem HTC Sensation das Evo 3D Update via OTA auf die Version 1.23.862.4 mit einer Größe von 9,41 MB. Gefixt wurde das Problem, indem die HTC Loggers APK-Datei entfernt wurde. iPhone 4S mit Startschwierigkeiten. Das iPhone 4S ist noch keine Woche im Umlauf, da werden auch schon die ersten Probleme bekannt. Unter anderem kommt es verstärkt zu Netzwerkproblemen mit einer bereits in dem iPhone 4 genutzten Micro-SIM-Karte. Bis zum Update mit einem Fix hilft vorübergehend, die im iPhone 4 benutzte Micro-SIM-Karte wieder in das iPhone 4 zu stecken, die persönliche PIN-Eingabe unter Einstellungen zu entfernen und im Anschluss dann die Karte wieder in das neue iPhone 4S stecken. Ein weiteres Problem ist, dass in der Standardeinstellung die Sprachsoftware Siri rege Auskünfte erteilt, auch wenn das Smartphone im aktivierten Tastensperrmodus sich befindet. So können unautorisierte Personen SMS, Mails und Anrufe tätigen, sowie Adressen, Telefonnummern und Termine abfragen. Aber auch diese Funktion lässt sich in den Einstellungen abstellen. Termin für I.O. 2012 steht fest. Heute wurde der breiten Öffentlichkeit der nächste Termin für Googles Entwicklerkonferenz der I.O. 2012 bekannt gegeben. Diese wird nächstes Jahr wie immer in dem Moscow Center West in San Francisco stattfinden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es am Dienstag und Mittwoch, den 24. und 25. April 2012, Neuigkeiten zu dem allerneuesten Betriebssystem Jelly Bean geben. Wer dabei sein möchte, sollte sich zeitnah Karten besorgen, da diese in der Regel recht schnell vergriffen sind. Dropbox veröffentlicht Programmierschnittstelle. Der Online-Speicherdienst Dropbox sollte wohl jedermann ein Begriff sein. Ihm jener Anbieter hat bahnbrechende Neuigkeiten für alle Programmierer und Developer unter euch. Dropbox relauncht seine API auf seinem Blog für alle mobilen als auch webbasierenden Anwendungen. Somit können wir uns in naher Zukunft auf weitere Third-Party-Apps mit Dropbox-Anbindung freuen. Samsung und Google präsentieren das Galaxy Nexus. Am 19. Oktober morgens um 4 Uhr in Deutschland war es nun soweit, dass echte Android-Fans dem Livestream folgten, in dem Samsung gemeinsam mit Google in Hongkong den Nexus S-Nachfolger präsentierten. Das Samsung Galaxy Nexus. Ähnlich wie vor Apples Event wurden im Vorfeld heiß um das dritte Google-Entwickler-Smartphone gemutmaßt, spekuliert, geraten und ja, und auch schon veröffentlicht. Denn anders als bei dem iPhone 5 wurden hier so gut wie alle Vermutungen bestätigt, die schon vorher ans Licht der Öffentlichkeit gelangten. Das Highlight des Galaxy Nexus dürfte wohl das neue Betriebssystem Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich sein, das viele Neuigkeiten mit sich bringt, die die Usability des Smartphones in eine nächste Dimension katapultiert.
Die auffälligsten Merkmale des Nexus sind, dass er nun völlig auf die Hardware-Buttons unter dem 4,65 Zoll Super AMOLED HD-Display verzichtet. Seine seitlichen Kontakte, die sogenannten Pogo-Pins für eine Verbindung zu einer Docking-Station und sein 1,2 GHz starker Dual-Core-Prozessor von Texas Instruments, der nun auch Near-Field Communication tauglich ist. Etwas enttäuschend in unseren Augen ist die nur 5 Megapixel starke Kamera, die aber nach Auskunft von Samsung mit einem hochwertigeren Bildsensor ausgestattet sein soll. Pluspunkte bekommt die Kamera aber dennoch aufgrund ihrer unglaublich schnellen Auslösezeit. Interessant wiederum, dass sich wie vorab schon vermutet wurde mittels der Frontkamera und deren Gesichtserkennung das Gerät entsperren lässt. Ob man es tatsächlich nutzen wird oder das Prozedere zu zeitintensiv sein wird, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das Samsung Galaxy Nexus soll zeitgleich in Asien, den USA und Europa Ende November ausgeliefert werden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 649 Euro. Mit ein wenig Glück und vielen Provider-Subventionen und Rabatten können wir es uns dann zu einem Preis von 599 Euro zu Weihnachten selber schenken oder schenken lassen. Motorola präsentierte in New York ein schusssicheres Smartphone. Auch Motorola konnte New York mit einem neuen Smartphone aufwarten, das traditionsgemäß auf den Namen Razr getauft wurde. Motorola beweist mit der extrem dünnen Form, den eckigen Kanten und dem aus Kevlar gefertigten Gehäuse Mut zu einem neuen Smartphone-Design. Dieses soll nicht nur schusssicher sein, sondern auch wasserabweisend und Kratzern standhalten können. Interessant ist auch, dass Motorola bei diesem Gerät die Konnektivität zu dem Laptop 100 und 500 wie auch schon bei dem Atrix 2 gewährleistet. Die beiden Dockingstationen, die mithilfe eines Kabels in Verbindung mit dem Smartphone eine vollwertige Tastatur mit einem 10.1 bzw. 14 Zoll Display zur Verfügung stellen, werden zu einem Einführungspreis ab 260 Euro erhältlich sein. Der Preis und die Verfügbarkeit des Motorola Razrs standen zum Redaktionsschluss leider noch nicht fest. Hoffnung auf Pseudonyme bei Google Plus. Anlässlich der Web 2.0 Summit 2011 gaben Googles Senior Vice President of Social Business Vic Gandotra und Sergey Brin, seines Zeichens Mitgründer von Google Inc., bekannt, dass die Klarnamenspflicht bei Google Plus in Kürze aufgehoben bzw. gelockert wird und somit Pseudonyme zugelassen werden sollen. Uns freut das im Speziellen, da unser gesperrtes Google Plus Konto einen regen Zulauf erfahren durfte und wir es lieber heute als morgen wieder für euch zugänglich machen würden. Swipe Update mit neuem Layout. Mit einem Wisch und alles ist weg. Nein, das ist bei Swipe anders, denn die bekannte alternative Tastatur erstellt mittels Wischgesten Buchstaben und ganze Wörter. Schön zu hören, dass die unter anderem auch von Samsung vorinstallierte Tastatur am Donnerstag ein Update auf die Version Beta 3.26 erfahren hat. Zu den Veränderungen gehören ein neues Tastenlayout, was nun beispielsweise die Zahlen in der obersten Reihe anordnet und auch Platz für Umlaute und Sonderzeichen gefunden hat. Zusätzlich wurde auch der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Sprachen verbessert. HTC liefert Android-Update für das Desire S. HTC liefert seit Freitag das Update für alle Desire S-Modelle aus. Außer der Aktualisierung auf die Android-Version 2.3.5 Gingerbread gibt es auch noch ein Update der HTC-Benutzeroberfläche Sense auf die Version 3.0. WLAN ist bei dem knapp 227 MB großen Update Pflicht. Persönliche Daten muss man nicht sichern, da sie nicht überschrieben werden. Wer ein Provider-gebrandetes Desire S sein eigen nennt, muss sich wie gewohnt noch ein bis zwei Wochen in Geduld fassen. Schnäppchentipp. Zum Abschluss unserer Sendung wollen wir euch wieder einmal einen Schnäppchentipp geben, den ihr euch für den 27. Oktober in euren Kalender notieren solltet. ID Nord verkauft nämlich an diesem Tag das Samsung Galaxy Mini für knapp 120 Euro. Nachdem das Huawei IDeost X3 für 99 Euro regen Anklang fand, ist nun das 109 Gramm leichte mit Android 2.2 Gingerbread ausgestattete Smartphone im Angebot. Der Zwerg hat ein 3,14 Zoll Display, eine 3,2 Megapixel Kamera und eine 2 GB Micro SD-Karte dabei.
Wie immer war die Sendezeit für die Menge an Themen viel zu kurz, doch habt ihr die Möglichkeit, alle Infos unter http://n-droid-tv.de nachzulesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt: Ich bin Matt Jackson und das war Android Weekly.